Ey yo Leute, was geht? Frettchenpausenwelle hier und heute zeige ich euch eine neue Mod-Vorstellung mit dem neuen Mikro. Heute geht es um den Amazon ProSeedence Nano. Er hat einmalige Anschaffungskosten von krassen 155.000 Euro. Der Bunker fasst 12.500 Kilogramm. Von 2 Meter bis 50 Meter Arbeitsbreite und Tagesbetriebskosten von 10 Euro. Gehen wir auch mal über... Taste M und N zur Erhöhung der Anbaufläche. Dann gehen wir jetzt mal über zur Grafik. Seht ihr? Es sieht relativ normal aus, wie die anderen auch. Also da brauche ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Hier steht nur LS 2013 Mods RU drauf. Wofür steht das RU? Keine Ahnung, vielleicht Russland, weiß ich nicht. Wir nehmen natürlich immer schön den roten hier, weil er immer schön viel Kraft hat. Und nochmal von vorn. Er kann sehen. Rechts seht ihr es. Alle Fruchtsorten. Fahren wir mal zum Hof, um ihn aufzuladen. Los, gib Gummi. So Leute, entschuldigt bitte den Fail. Ich habe gerade gemerkt, es ist ja nicht Dünger, was wir laden, sondern Saatgut. Und da funktioniert das auch mit dem Aufladen. So, das war schon mal voll. Habe ich noch ein bisschen mal gesprungen, dass das Video nicht zu lange geht. Ja, passt das? Los, gib Stoff, Opa. Erstmal das gottverdammte Feld hier kaufen. Ihr seht, läuft alles. Mais. Der Kram läuft nicht. Gucken wir, wie das mit den Wänden macht. Na, passiert da heute noch was? Nee, das kannst du vergessen. Geh mal das selber. Ein bisschen B hier. Also Kartoffeln läuft auch.
Und das war's dann auch schon. Dann gucken wir nochmal, wie es aussieht, wenn es fertig gewachsen ist, hier alles. Da, ihr seht, hier schön gewachsen. Hier auch alles. Und hier auch. So Leute, ich hoffe, die kleine Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.